Ja, hallo, herzlich und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dead Space 2 Together hier. Und irgendwie habe ich hier so ein tief klaffendes Loch in meiner Brust, was ich irgendwie stopfen muss. Habe ich hier das Gefühl, sieht man das? Das ist irgendwie sehr komisch. Aber ja, wir betreten jetzt das Gip und dann ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Hoffentlich wieder viel Alus und eine schöne Party. Sag mal, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass der Sucherbot, das ist mir eben aufgefallen, dass du ausgemacht hattest, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Sucherbot voll diese R2D2-Abklatschgeräusche macht? Das ist mir noch nie aufgefallen. So ein bisschen lauter, ein bisschen anders halt, aber irgendwie halt auch so. Weiß aber nicht, wo wir jetzt hin müssen, ne? Oh. Das weiß ich auch nicht. Hier geht's nichts weiter, außer wieder zurück. Nach oben. Hier ist verriegelt. Kannst du Kann sein, dass schießen? wir noch nicht Ah. in Skip müssen. Aber warum ist hier das Gift? Das ist halt die Frage, ne? Ja, da können wir in Bereiche zurück um. Vielleicht war es auch wirklich einfach nur ein Stück Story, um uns zu zeigen, dass wir in diesen Raum können. Ich habe keine Ahnung. Da rein? Oder da rein. Oh, weißt Ja, du, was da richtig rein. Wir toll sollen ist? da rein hier. Hier waren wir noch nicht drin. Ich habe den Fehler schon wieder. Ich glaube, es liegt an dieser einen Tür. Weil als ich die gerade aktiviert habe. Hallos. Ja. Haben wir eigentlich schon. Ja, du hast Hallo gesagt und den Part Ja. weitergemacht. Hey, ja, ich habe Hallo gesagt, weil ich gerne wieder Hallos habe. Ha. Hallo. Ich kann nicht auf dich schießen. Wie langweilig. Hier ist ja gar keine Party. Oh, der will aber Party machen. Guck mal, der hat auch gedacht, hier ist eine Party und ist jetzt ganz wütend. Aber hier ist wieder so ein hässlicher, gruseliger Kumpel. So einer der ganz netten Sorte. Oh, jetzt weiß ich, warum ich dauerhaft anvisiert habe. Das war doch kein Bug. Es liegt wirklich daran, wenn man auf die Feststelltaste kommt. Geil. Das ist auch ein sehr vertrauenserweckendes Konstrukt, bei dem man sich so gar nicht fragt, warum hat man es so gemacht. Sieht gut aus. Was für einen Sinn das auch immer hat. Da lacht jemand. Ist es gerade das Audiolog? Ja, bei mir lacht da nur jemand die ganze Ja, Zeit. bei mir auch. Oder vielleicht ist es auch von dir, keine Ahnung. Wenn du plötzlich da andere Sachen hörst, ne? Spiel du mal ab. Warte mal. Ich will gerade mal gucken kurz, ob ich hier vielleicht im Inventar ein bisschen Platz machen kann für ein bisschen mehr zum Leben. Ach, ist aber auch egal, weil ich brauche. Egal, Heilung kann warten. Also du hast auch nur dieses Lachen, ne? Ja. Was? Also was heißt nur das Lachen? Nein, also ich habe auch einen Text. Und steht da was anderes drin oder wie? Also ich habe den Text habe ich eben schon genauso gehört, als du das gemacht hast. Ich weiß halt, es kann natürlich trotzdem sein, dass ich was anderes höre als du. Oh, dann brauchen wir der Stase, das ist nicht gut. Das ist doch überhaupt nicht unsere Stärke. Oh, Stasekanone. Cool. Vielleicht war es nicht klug, dass ich einfach so drauf geschossen habe.
Oh, jetzt wieder Sucherbot. Sehr schön. Das mag ich ja mal gerne, ne? Hä, nee. Ich frag mich, ob der Sucherbot bei mir verbuggt ist. Oder kannst du ihn auch gerade hier nicht placen? Nee. Gut. Hier, genau an der Tür. Also man muss ganz daran gehen, oder? Wie unnötig ist das denn? Der macht so ein bisschen R2D2-Geräusche. Hier über diese schöne Zugstrecke. Ja, haben wir schon oft gemacht. Züge sind ja im Spiel immer gerne jetzt. Aber ha! Kopfschmerzen. Ey, cool! Ey, geil! Wann kommst du heim? Cool! Wo bist du denn? Also jetzt mal kurz, nur um es festzuhalten. Also es geht hier gerade um meinen Sohn, ja? Und da ist ein Bild von einem Mädchen. Warum? Diese Kackviecher hier. Boah, haut ab, ey. Haut ab. Das ist noch blöder, wenn man die Dinger nicht richtig sehen kann, weil sie nur so komische Glitch-Teile sind. Scheiße, ich bin schon wieder tot, ey. Ey, selbst in meiner Halluzination sterbe ich hier an den Scheißdingern. Also, ich meine, wenigstens, wie überflüssig das einfach ist. Also, wenigstens in der Halluzination hätten sie es doch mal weglassen können. Ich meine, wie überflüssig ist das denn bitte, da dann noch von sterben zu können und von Gegnern überrannt zu werden? Ich meine, das ist... Das ist den totalen... Also, das macht doch das die ganze... Wann kommst du heim? Immersion irgendwie total kaputt. Wo bist du denn? Das ganze Feeling. Ganz Stimmung. Wenn du dann plötzlich einfach nichts mehr geht, weil du von den Dingern angegriffen bist. Mitten in deiner schönen Halluzination. Das ist irgendwie auch nicht das Wahre hier. Komm, nochmal. Nee. Wir leben. Okay, ich kann jetzt gerade nur laufen. Ich hoffe, das bringt was. Ah, gut. Das geht auch. So ist auch okay. Ich bin mal hoch. Ja, okay. Danke. Kann sein, dass du mir gleich hochhelfen musst. Obwohl, nee, geht gerade noch. Was ist passiert? Sie will etwas von mir, Eisen. Ich glaube, sie will, dass ich zu Ihnen komme. Oder was immer Sie sehen, es ist nicht real, Mann. Sie müssen mir doch vertrauen. Du willst mich? Ja? Ich bin hier, Amara. Komm doch her. Scheiße. Wie ist der, glaube ich, in der Ehekrise? Noch ein Suchrobot. Schön. Ist schön. Ist immer schön, viele davon zu haben. So. Aber noch ist hier keine Party. Schon wieder so ein blöder, gruseliger. Zinnsoldat, aber, oder eigentlich eher irgendwie hier scheinbar Holzsoldat, aber irgendwie ist von einer Party ist immer noch nichts zu sehen. Kommt mir hier bekannt, kommen wir gleich, glaube ich, mal wieder Gegner. Auf jeden Fall darf man hier nicht rauf. Das ist. Darf man das hier überhaupt irgendwo? Ich glaube, hier ist überall Rauchverbot. Das ist doch hier eine öffentliche Einrichtung.
Aber voll komisch, dass ich deine Geräusche auch immer höre. Aber nicht alle halt, das ist richtig komisch. Dass ich manchmal deine Geräusche höre, manchmal nicht. Also ja, manchmal. Irgendeine Einstellung habe ich bei mir falsch drin. So weird, ne? Warte, wo geht's längs? Ah, da rein, okay. Dann erstmal hier umgucken. Aber hier gibt's nichts, ne? Okay. Diese schönen Markersymbole hier auf dem Boden. Ist hier etwa Unitology am Start? Mist, ich kann das nicht aufheben. Was ist das, was. Noch ein Sucherbot? Okay, das sind auch noch frei. Ach, geh ich mal einfach hier ein bisschen. Ich meine, wir brauchen schon so viel Stase. Du hast ein Objekt von deinem Koop-Partner erhalten. Ja, was soll ich mit der ganzen Stase? So. Ja, hier gibt's nichts weiter. Ach, schon wir hier sind ein schöner Soldat. Was? Die fühlen sich auch ganz toll, ne? Immer, ne? So. Und das, scheiße. Ich hab's uns noch im Fahrstuhl festgehalten. Oh, überall Marker. Ich wollte gerade sagen, dass irgendwie sind hier scheinbar Marker. Das ist irgendwie nicht gut, oder? Also ich halte das jetzt für etwas unvorteilhaft. 14 km/h. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen Raumrecycling. Ich glaube, relativ am Anfang vom Spiel waren wir mal im Raum, der exakt genauso aussah. Marker und meine Frau. Da kommen ganz viele Items aus denen raus, aber. Aber meine Frau ist so verlockend da drin, aber irgendwie. Aber das Coole ist, wenn ich bei der Frau, meiner Frau da oben drauf stehe, dann können die mich nicht angreifen. Dann kriege ich einfach nur die schönen Items. Yay! Aber was bringt es mir? Es stellt sich mir die Frage. Mist. Okay, das hat es gar nicht gebracht. Hä? Irgendwie, ich glaube, das ist hier gerade ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, ich komme da irgendwie noch wieder raus. Aus der Nummer, weil. Ich hoffe, ich komme noch irgendwie wieder raus, weil letztes Mal bin ich einfach dahin gerannt und dann war das vorbei. Und jetzt kann ich gerade hier einfach so hinrennen und kann die jetzt hier so fröhlich abschießen, wie ich lustig bin. Wenn ich da stehe. Ich fürchte, ich habe das ein bisschen verbuggt. Was echt nicht gut wäre. Man sollte sich niemals mit seinen Halluzinationen anlegen, weil wenn man die verbuggt, dann ist gar nicht gut, glaube ich. Meine Frau kann ja auch nicht schießen. Was soll ich denn hier machen? 100.000 Wellen überleben, oder? Was ist das Ziel? Den Marker anglotzen? Ah, okay. Auf den Marker schießen. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Alles klar. Schrei mich doch an. Schrei mich doch einfach grundlos an. Ist das ein bisschen laut. Verflucht, Kabel. Ich hab keine Heilung mehr. Sie müssen das Leben. Warte, dann schick ich. Ich geb dir was. Hab ich das nicht verdient? Wenn Sie gehen müssen, gehen Sie. Oh fuck, ich muss das hier beenden, Isaac. Alter, ich hab auch kaum noch was. Das war das. Ich hab jetzt auch nur noch ein einziges Mal so ein Doppelding.
So. Wir können hier nochmal ein bisschen stampfen, vielleicht kriegen wir ja noch was. Ich fürchte nicht. Ich fürchte, die spucken nichts mehr raus. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir haben diesen Raum hier irgendwie im Spiel schon mal gesehen. Also den, wo wir eben drin waren, ist voll recycelt. Ah, schön. Richtig schönes Raumrecycling. Weil ich glaube, das war diese eine, wo zum ersten Mal so richtig viele Gegner und diese eine Gegnerart das erste Mal war. Ich glaube, ich habe zu viel Munition. Ach, ey. Du musst es nicht annehmen, mein Geschenk. Fühl dich nicht verpflichtet. Hä, einfach wieder zurück? Oder wird oder was? Oh, super, jetzt geht's richtig los. Ja, weiter. Wir müssen noch weiter drehen. Achso. Dann nehmen wir dahin. Schrecke! Oh, das ist unser persönlicher Spind. Eis. Erstmal nicht so ungewöhnlich. Doch ein bisschen kalt. Ja, aber diesmal ohne Geschenke und alles. Ohne Party. Schön, wie wir immer wieder in diesen Raum kommen. Ja. Okay, noch einen weiter müssen wir. Fluchtweg. Ah, das ist doch der Fluchtweg. Deswegen müssen wir wohl links. Das ist kein Zutritt für Unbefugte. Tja. Also wenn man unbefugt hier ist, darf man nicht flüchten. Ja. Macht doch Sinn. Ist doch richtig nett. So machen das die richtig netten Leute. Man kommt ja auch irgendwie locker ohne links. Warte, was ist das? Schon wieder diese. Der blöde Soldaten haut doch langsam einfach mal ab. Ich finde deren Interpretation der deutschen Sprache immer sehr schön übrigens. Wow! Ja, immer besser hier. Nicht schon wieder. Das hatten wir auch gerade erst. Fuck, ey. Ach, scheiße, diesmal kann ich ihn nicht einfach. Mach uns vollkommen. Scheiße. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. WTF? Sag nicht, ich bin jetzt so. Hä? Ich kann mich gerade eben gar nicht mehr bewegen. Hey, das ist aber immer noch. Das ist echt zu dämlich. Jetzt mal ganz im Ernst so bescheuert gemacht, dass du in diesen Hallos sterben kannst. Ich meine, was ist das für ein dummes Spielkonzept?
wenn es wenigstens in den Hallos um irgendwas gehen würde, also dass du das Sinn machen würde, dass du da sterben kannst, aber es ist halt einfach so sinnlos. Es ist voll unnötig, dass da diese Viecher auf dich zurennen in den Hallos. Ich schieß ja einfach. Mach uns vollkommen. Jetzt? Was muss ich tun? Langsam habe ich echt das Gefühl, dass wir echt immer nur das darum geht, so und so viele Wellen zu überleben in dieser Hallo, was echt voll Sinn macht. Genauso wünscht man sich das. Boah. Wir tot. Im Kopf gestorben. Das nervt langsam. So, ich laufe da nochmal hin. Also, manchmal muss ich da so weit hinlaufen, manchmal. Deinen Platz bei uns einzunehmen. Oh, Schlag, du doofe. Oh, jetzt ist er direkt tot. Ich verstehe nicht, was du machst bei mir. Zappelst du nur rum. Jetzt. Oder wirst du in der Zeit auch angegriffen? Ja, ich werde auch angegriffen. Wieso? Aber du hattest keine Probleme, oder? Nö, weil nicht, dass ich immer nur da dann automatisch irgendwie sterbe, wenn du stirbst oder so. Das kann ja auch sein. Es wird Zeit, Opfer zu bringen, John. Zeit, dein Platz bei uns einzunehmen. Deine Familie ist ein Scherbenhaufen. Dein Leben reicht, um unsere Familie vollkommen zu machen. Arsch. Mach uns vollkommen. Haut ab, du. Ich muss Heilung nehmen. Oh. Du kannst auch Stase und sowas benutzen, oder? Ja, aber nur auf einzelne Viecher. Und so, bis dann haben dich 5 angegriffen. Also springe ich schon wieder auf die rum. Bis zu einen. Ach, so viele? Hä, die laufen da irgendwie 20 Stück auf einen zu, auf einmal. Und das die ganze Zeit dauerhaft. Dann schlag einfach um dich. Ja, aber das geht ja auch nur bei meiner Waffe. Ich habe ja auch nur 5 Schläge mit der Waffe. Ich kann natürlich nicht treten. Wenn du die Schießtaste nur drückst die ganze Zeit. Damit umgestellt. Ja, das kannte ich noch nicht. Also mit der linken Maustaste. Ich brauche Heilung. Ey, mein ganzen Scheiß, ich brauche keine Munition, ich brauche Heilung. Mann. Jetzt probier mal, ob du einfach mit der linken Maustaste um dich schlagen kannst. Also nur linke Maustaste, du kannst ja so hauen. Ja, das stimmt. Ich probier's. Aber die Frage ist halt echt in dieses... Ich krieg halt so oder so, ich krieg halt immer Schaden. Und die Frage ist halt, wie lange ich das durchhalten muss. Nein, mit Schlagen funktioniert das gar nicht. Du kannst dreimal schlagen und ab dann sind die schon wieder so viele auf dir drauf, dass du irgendwie gar keine Aktion mehr machen kannst. Diese bescheuerte Cooldown-Zeit. Hä? Guck mal, jetzt ist das da erst gestartet. Das Spiel ist auch irgendwie richtig schlecht gestartet. Es wird Zeit, Opfer zu bringen, John. Zeit, dein Platz bei uns einzunehmen. Hallo. Ich sehe das die ganze Zeit, wie viele Leben du hast. Mach uns vollkommen. Warum kann ich löse ich das diesmal nicht aus? Wann wird das da ausgelöst? Das ist halt so sinnlos. Warum kann man das überhaupt spielen, diese Halluzination, wenn sie einfach null
Aussagekraft hat. Es laufen einfach nur Dinge auf, wenn zu, die muss man platt machen. Das ist das Dümmste, was ein Mensch ein Gameplay ausdenken kann. Das ist einfach so sinnlos. So sinnlos. Er ist einfach nur, um den Spieler zu ärgern. Zeit, deinen Platz bei uns einzunehmen. Oh, Leute. Mach uns vollkommen. Ich will euch nicht vollkommen machen. Das Letzte, was ich will, ey. Warum sollte ich vielleicht... Muss ich einfach nur im Kreis rennen? Ich weiß es nicht. Das funktioniert auch nicht. Oder doch, nee. Kannst du sogar vielleicht dann wegzurennen oder so. Ja, dauerhaft im Kreis rennen funktioniert vielleicht sogar, aber auch nicht so wirklich. Dann werde ich auch alle paar Sekunden mal getroffen. Und irgendwann ist halt mein Leben zu Ende. Ach, scheiße, weil das Ding ist, wenn ich halt dann einmal anhalte, weil ich einen wegschlagen muss, dann sind ja gleich alle hinter mir und das ist halt das Problem. Und ich, wenn ich natürlich keinen töte, kriege ich keine neue Energie. Ich glaube, ich gebe dir gleich nochmal ein paar Heilungspakete, weil ich brauche die eigentlich nicht. Okay. Also ich gebe dir die jetzt. Und ich lade diesmal mal gleich meine Waffe nach. Ich habe aber auch nur... Überflüssiges Stück Dings, ne? Dieses überflüssige Stück Gameplay. Der Inventar ist voll, ne? Ja. Mach mal leer. Oder nimm irgendwas raus, was du nicht brauchst. Ja, ich brauche halt vielleicht nicht so viel Munition, ne? Und Stasi, wenn ich mal... Warte mal, egal. So. So mehr habe ich aber okay. Nicht. Und bitte, kann ich jetzt irgendwo noch voll hingehen? Nee, kann ich nicht. Warum ist dieses Spiel so grausam? Zeit, deinen Platz bei uns einzunehmen. Warum tut es das? Ich will euch nicht vollkommen machen. Mach uns vollkommen. Nein, ich mache hier niemanden vollkommen. Das Einzige, was hier vollkommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier gleich wieder drauf gehe, ey. Einfach hauen. Scheiße. Jetzt haben wir gar kein Leben mehr. Ja. Ja, und jetzt kommen wir nicht weiter, oder was? Ey, ich... Wie kann man so ein... Ich glaube, dass... Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe bis heute das Let's Play nicht gesehen. Ich weiß es nur immer noch. Ich habe das nur immer noch im Kopf, im Ohr. Wie jemand zu mir meinte, dass es halt in diesem Let's Play von Gronkh und Sarraza, wie Sarraza an der einen Stelle wohl richtig heftig ausrastet bei Dead Space 3. Und schon bei, es waren ja schon mindestens 5 Stellen, wo ich mir vorstellen konnte, dass die das war. Aber das hier ist der absolute Burner. Das hier ist echt die Krönung von allem. Voll, das ist ja extrem einfach. Okay, ich laufe jetzt gerade mal einfach nur und laufe jetzt mal so ein paar Schlängelinien, damit die mich möglicherweise nicht kriegen. Vielleicht funktioniert das ja sogar. Ich darf nur nirgendwo gegenstoßen, das ist halt das Problem. Vielleicht muss ich echt einfach nur das hinauszögern, die... Kann sogar sein, dass du einfach nur heraus. Bescheuerte Halluzination. Scheiße. Fast kein Leben mehr. Einer hat mich getroffen. Ich glaube, ich bin down.
wie lange muss man es aushalten und was ist das Ziel? Wenn man bei irgendeiner dieser Dinger in diesem Spiel mal wissen würde, was das Ziel eigentlich ist, wie viel oder was oder wann man das denn geschafft hat. Das ist ja alles eine ganz andere Sache, ne? Boah, ey. Aber dieses Spiel hasst einfach nur Menschen. Mach uns vollkommen. Kann auch sein, dass die Viecher einfach nicht da sind, solange man nicht in die vielleicht darf man die auch einfach nur nicht angucken, dann spawnen sie gar nicht erst, habe ich gerade irgendwie das Gefühl. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Einfach ignorieren, einfach laufen, alles ignorieren, laufen, wie man das in einer Halluzination so macht, das ist doch das ganz Normale, was man so tut, laufen, alles ignorieren. La, das ist doch mal ein super Song, den sollte ich unbedingt auf Soundcloud hochladen, weil er einfach super ist. Ich habe noch nie einen besseren Song geschrieben. La. Laufen, bis es nicht mehr geht, bis sie einschlagen, dann ist es eh zu spät. Wie geht's dir gerade so? Noch alles tutti? Boah, ist doch super. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich hier machen soll, aber... Herr Sucherbot wartet an der Bank. Schön, gut zu wissen. Ich muss doch nur überleben und ich muss eine bestimmte Welle von Gegnern abschießen. Oh Scheiße, da war wieder einer. Einer hat mich getroffen. Das geht nur noch ein einziges Mal gut, dann bin ich wieder tot. Das ist das Problem. Wenn jetzt noch wieder einer kommt und mich trifft, dann bin ich beim nächsten Hit tot. Weil ich kann dann nicht mehr, wenn ich dann erst versuche zu schießen, ist zu spät, dann kommen zu viele auf mich zugerannt. Also so lange wie jetzt ging es noch nie gut. Das ist echt gerade Premiere, ne? Ich würde es aber auch gerade mit den Gegnern irgendwie weniger. Ich verstehe die Logik von diesem Spiel nicht. Ach, scheiße. Ich wurde jetzt nochmal getroffen. Noch ein Hit und ich bin tot. Bitte, lieber Marker, bringe mir Erleuchtung, ey. Ganz ehrlich, ne? Ich konvertiere gleich zu Unitology. Wer Lust hat, kann ja mal versuchen, die Texte hier zu lesen, die so auf dem Boden gekritzelt sind. Ich schaff das gerade nicht, hab dazu nicht die Ausdauer. Okay, ich sterbe jetzt eh gleich, also werde ich jetzt mal... Oh, scheiße, ich wollte jetzt gerade noch auf den Marker nochmal zurennen. Nicht irgendwie auf den Marker oder so schießen. Habe ich eben schon. Das ging beim zweiten. Beim ersten Mal musste ich nur hinrennen. Beim zweiten Mal habe ich es dann hingekriegt, als ich auf den Marker geschossen habe. Und jetzt geht es irgendwie gerade gar nicht. Irgendwas auszulösen. Es gibt halt auch keine Welle, die ich. Also es sind halt einfach viel zu viele, als dass ich irgendwie eine Welle überleben könnte oder so. Also die kommen halt auch nicht wirklich in Wellen, sondern einfach dauerhaft. Ah, okay, ich muss. Alter. Gut zu wissen, ich muss natürlich so oft auf den Marker schießen, bis er komplett Schrott ist. Der kriegt so langsam Risse. Okay, ja gut, jetzt weiß ich wenigstens, was los ist, aber ich meine, als ob man das...
Wenn jetzt Leute, mal ganz ehrlich, Entwickler, wenn man jemanden so viele Gegner auf den Hals hetzt, dann hat man keine Chance, solche Kleinigkeiten, wie dass der Marker Risse bekommt, zu sehen, wenn da eh alles dunkel ist. Und wie gesagt, Riesenhorden an Gegnern auf einen einschreiben, klar, da ist das Erste, was man sieht, wenn ich auf den Marker schieße, kriegt er Risse. Doch, ist sie. Natürlich ist sie das. Kann ich jetzt nochmal gehen? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Scheiße, ich glaube, ja, ich bin gleich tot. Mist, war das ein scheiß Nummer jetzt gerade. Das war wirklich dumm von mir. Mann. Wollen wir denn jetzt vielleicht den Part? Ja, bringt's halt nicht, ne? Bringt's halt nicht. Der Part ist aus. 36 Minuten und ich weiß immer noch nicht, was ich da machen muss. Und irgendwie werde ich gerade durchsichtig, wenn ich mich hier so. Ich habe keinen Plan, ne? Überhaupt keinen Plan. Das Schöne ist, wir können ja auch nicht die Rollen eben mal kurz tauschen oder so, dass man mal so eine andere Blickweise auf die ganze Sache kriegt. Dann bleiben wir jetzt im Part, okay? Ja, das machen wir jetzt. Tut mir leid, Leute. Wir sehen uns dann irgendwie in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss. Ciao.